Hi, wir sind hier auf der Villa Remais mit Herrn Dr. Helmut Müller zu einem kurzen Interview verabredet. Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Hümmer. Sie kennen Herrn Müller nicht? Im letzten Jahr war er in allen Zeitungen zu sehen. Immer noch nicht? Ich gebe Ihnen zwei Schlagworte. Sandcover. Prekariat. Jetzt? Okay, ist egal, es ist alles Schnee von gestern. Heute wollen wir uns mit dem Weltkulturerbe-Lauferfinder Müller unterhalten. Herr Müller, Sie sind ein sehr seriöser Politiker, der auch querdenken kann. Aber vielleicht provozieren Sie auch einfach nur ein bisschen gerne. Ich fühle mich natürlich durch Ihre Anrede, Herr Hümmer, geschmeichelt. Was das Provozieren betrifft, dann sage ich einfach, ich bin absolut angstfrei. Das könnte ich belegen mit meinen sportlichen Tätigkeiten. Und weil ich absolut angstfrei bin, kann ich auch das sagen, immer was ich denke, was ich gerade auf dem Herzen habe. Ich habe sozusagen das Herz auf der Zunge und ich sage all die Sachen. Wenn sich dann jemand provoziert fühlt, ja bitte, dann ist das seine Sache. Also ist ja niemand verpflichtet, überhaupt sich zu ärgern. Man kann sich ärgern, man kann sich provoziert fühlen, aber man ist nicht verpflichtet. Also ich sage das, was ich denke und was die Leute daraus machen, ist ihre Sache. Herr Müller, wir haben von hier oben einen wunderbaren Blick auf die Weltkulturerbestadt Bamberg, die heuer ihr 25. Jubiläum feiert. Die Stadt hat extra hierfür ein Welterbezentrum eingerichtet. Wir stehen hier oben aber auf dem Steigerwald, der auch UNESCO-Weltnaturerbe werden könnte, wenn Ihre CSU das nur wollte. Warum ist in den Programmen des Weltkulturerbe nichts von dem hier direkt benachbarten Naturerbe Steigerwald zu finden? Diese Frage überfordert mich fast ein bisschen. Ich bin zwar sehr stolz und glücklich, dass ich Bamberger bin, gebürtiger Bamberger und in diesem herrlichen Ambiente, in diesem Welterbe aufgewachsen bin, aber ich denke, die Bamberger haben eine gewisse Arroganz. Sie sind seit über 1000 Jahren fast Mittelpunktstadt, obwohl sie keine große Stadt bewohnen. Und aus diesem Grunde interessieren wir uns relativ wenig grundsätzlich, was ringsum ist. Ich will nicht sagen, dass wir nur ein Kirchturm denken haben, aber wie gesagt, wir ruhen etwas in uns und sind mit unseren Angelegenheiten grundsätzlich immer sehr beschäftigt. Ja, leider. Leider, ja. Ich möchte kurz auf die Klosterwald Ebrach kommen, also den Grund, warum das hier der Steigerwald Weltnaturerbe sein könnte. Der Schutzstatus vor der Klosterwälder um Ebrach wurde nämlich letztes Jahr aufgehoben. Seine 8000 Altbäume sind durch die Motorsägen der Staatsforstverwaltung akut gefährdet. Mit einer forstlichen Nutzung wird ein UNESCO-Weltnaturerbe-Steigerwald unmöglich werden. Deshalb braucht der Klosterwald dringend Wächter und Wächterinnen, die auf ihn aufpassen. Würden Sie sich als Baumpate von einem dieser 8000 Altbäumen zur Verfügung stellen? Ja, erstens einmal mit großer Überzeugung und mit großer Begeisterung. Denn ich bedauere ja das, was ich in der vorgehenden Frage sagen musste. Das ist natürlich eine Verbindung normalerweise gegeben zwischen einem Weltkulturerbe und einem Weltnaturerbe. Und wenn ich die Achse noch betrachte, hier Bamberg, die ganze Altstadt, geschützt, weit von uns entfernt, 100 Meter, Würzburg, die wunderbare große Residenz und mittendrin der Steigerwald, dann als mögliches Naturerbe. Also diese Verbindung wäre ideal und ich würde gern mich fast an jedem Baum anketten, um ihn zu stützen. Aber rein ideell, Baumbaden, überhaupt kein Problem. Sehr, sehr gerne. Die Bamberger lieben ihr Weltkulturerbe, glaube ich, wie Sie auch. Und Sie sind ganz klar für einen Nationalpark Steigerwald. Ein direkt benachbarter Weltnaturerbe Steigerwald ist für die Stadt Bamberg oder wäre für die Stadt Bamberg von unschätzbarem Wert. Es braucht aber die Stadt Bamberg als starken Befürworter.
würden Sie einen entsprechenden Stadtratsbeschluss mittragen? Zunächst glaube ich, dass die Mehrheit der Bamberger so denkt, wie Sie das geschildert haben. In einem Stadtrat als Repräsentanten der Bürger ist es etwas schwieriger. Ich persönlich würde natürlich es nicht nur mittragen, sondern ich würde auch dafür werben, in meiner Fraktion und vielleicht bei befreundeten Kollegen. Was aber letztlich dabei rauskommt, kann ich nicht garantieren. Ich denke, also großer Einsatz ist schon gefordert, auch von mir versprochen hiermit, aber den Erfolg kann ich Ihnen nicht garantieren. Herr Müller, ich bedanke mich für Ihre klare Stellungnahme für ein Weltnaturerbe Steigerwald und danke für das nette Gespräch.